Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war bis eben gerade in Finofurt auf einem Grip-Dreh. Mega geil, könnt ihr euch drauf freuen. Und auf dem Rückweg muss ich natürlich in Berlin einmal kurz beim Abarth anhalten. Mal gucken, was der so macht, wie weit Chris so mit dem Kabelbaum ist, was so geht, ob wir langsam mal starten können, wie die Fortschritte sind und was in der Zwischenzeit so passiert ist. Da hinten ist er schon. Da ist er. Grüß dich. So, ich mache heute den Kameramann gleichzeitig. Ja, erstmal Glückwunsch zum Erfolg mit Supra auf jeden Fall. Darf ich dir ja filmen, ja, ne? Ja, war ja schon mal ein kleiner Erfolg auf jeden Fall, ne? Ja. So, das heißt, es geht um dieses Fachzeug hier. Da steht ja immer noch ein Video zu Hause. Ja, das kommt dann als nächstes, ja. Aber da wollten wir uns dann wahrscheinlich bei Paul treffen. Ist besser? Ist besser, sagst du? Einfacher. Ja, diese männliche Puste wollten wir immer noch mal auf dem Prüfstand testen. Ihr wart in der Zwischenzeit schon wieder auf dem Prüfstand. Wir waren schon auf dem Prüfstand jetzt. Und es geht tatsächlich in Richtung 1500 plus. Na, gemacht haben wir jetzt. Was haben wir gemacht? Ja, 1675. PS. Ja, habt ihr richtig gehört. Das heißt, das ist so langsam auch Ende für Rolle, wo man dann besser anfängt, auf den Radnabenprüfstand zu gehen, ne? Ja, na, wir mussten ein bisschen tricksen jetzt, aber es hat echt gut jetzt funktioniert mit dem Trick 17. Aber wenn wir da so Richtung 2 wollen, dann ist es mit Radnabe natürlich einfacher. Meinst du, so viel Potenzial ist? Der Lader kann ja mal ein bisschen. Ja. Kann ja 2-2. Seid ihr mit dem Filter so gefahren? Ja, einmal ist er gefahren, aber da siehst du ja schon. Der war gleich vorbei, ne? Der war gleich vorbei. Ja, krass. Ich hab dich gleich zusammengezogen. Ja, krass. 2200 PS. Brutal. Ja. Aber jetzt ist es erstmal, nach dem Rennen ist wieder wie vor dem Rennen, wieder Schrauben angesagt. Heißt? Er hat sich die Schaltgabel zerkloppt. Hm. Die ist gebrochen. Jetzt Getriebe ist gerade raus. Klingt günstig bei dem seltenen Getriebe. Das geht. Wir haben das gleiche Billett bestellt. Achso, gibt's aber einzelne Schaltgabeln dazu zu kaufen? Einzeln? Hat er in Holland bestellt. Hat, ich glaube, 300 Euro gekostet. Krass. Also, okay. Hat 3 Tage gedauert, dann war das Ding da. Ist geil. Aber sonst so Motor durchgehalten, das ist immer die Hauptsache. Ja, top. Der läuft seidenweich. Trockensumpf, etc. alles. Kein Problem. So, ich sehe, es gab auch ein paar Carbon. Tschüss Boris. Ja, schönen Feierabend. Ja, danke. gab noch ein paar Carbon-Teile hier. Ja. Türen. Und hier hinten gab es auch noch so ein kleines Aerodynamikpaket. Ja. Das sieht jetzt wirklich nach Drag Racer aus hier. Ergebnis war wie viel? Sind wir gefahren 3,20. 3,20 auf eine halbe Meile. Und das ist halt für eine Supra mit Heckantrieb immer schon so eine Zahl, die man immer erstmal schaffen musste, ne? Ja, das war die ganze Zeit der Knackpunkt. Aber beim ersten Lauf ist er gleich eine 304 gefahren. Mhm. Und dann ist er, glaube ich, nochmal eine 310 oder so gefahren. Mhm. Und dann hat er einen Gang ganz gut drin bekommen und habe ich hinten auch noch ein bisschen hochgestellt. Mhm. Und das hat direkt 320 gefahren. Aber die Dinger machen oben ordentlich hoch. 320! 320! Also musstet schon ein bisschen nachtippern die ganze Zeit, also war jetzt nicht so, dass es nur fahren war. Na, es hat direkt gepasst gegeben vom Prüfstand. Ich habe ihm aber erstmal ein bisschen weniger Leistung genommen, nicht, dass das Ding gleich irgendwo einschlägt. Da habe ich halt ein bisschen Schiss gehabt. Aber jetzt wirklich straight gefahren. Gefahren, ne? Geil. Ja, sehr schön. Ja, ich freue mich. Wenn es zu Paul geht, sagt doch über Bescheid. Organisiere ich auch gerne. Dann können wir das Ding mal ein bisschen aufblasen. Ja. Jo, ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal doch ganz kurz hatten wir über den Kollegen auch gesprochen, ne? Ja, seitdem her ist wieder ein bisschen was passiert, oder? RS6 Limo, V8, eigentlich unbeliebte Autos gewesen, eine Zeit lang. Ja. Weil ist halt so ein 5-Gang Automatikgetriebe drin und war halt immer eigentlich ein langsames Auto. Übertrieben gesagt, langsames Auto, ne? Na, die Schaltzeiten von dem Getriebe waren natürlich ganz schön Omi-mäßig. Mhm. So, und jetzt ist hier ein Schaltgetriebe reingewandert. Genau. So.
So. Und dann halt einmal alles gebaut mit großen Turboladern, Rohre, Ladeluftkühler, volles Programm. Ne? Ja. Okay. All in. Jetzt gab es noch eine schöne Auspuffanlage. Ja, die hat mich dann schon Arbeit gekostet, aber nice geworden. Gibt's hier, ist das Original oder gibt's da so? Original, so, ja. Krass. Aber sieht schön fresh aus alles so, ne? X-Pipe in der Mitte notwendig? Habe ich extra gemacht wegen dem Sound. Ist echt so, dass man so einen krassen Unterschied merkt? Ja. Krass. Deswegen. Weil einfach nur die vier Bänke, also die vier Zylinder links und rechts, sich einfach hier einmal ausgleichen können, ne? Ja. Und eine schöne Tüte mit Klappe. Ja. Laut, leise. Das heißt, wenn Klappe zu, muss es hier einmal durch den Schalldämpfer. Richtig. Wenn Klappe auf, geht es einfach gerade raus. Ne? Ja, ich freue mich drauf, wenn das Ding auch fährt. Ja, ich auch. Ich bin schon echt gespannt. Jetzt kommt noch Kabel. Kommt jetzt auch gleiche Steuer rein wie beim Abarth. Mhm. Max EZU? Bin gespannt. Ja, das ist Ziel von diesem Video, auf jeden Fall euch so ein bisschen zu zeigen, was Max EZU mäßig so geht. Und EMU, Max EZU, Unterschied, Vergleiche. Ja, genau. Weil das eigentlich gut Steuergeräte, aber es ist halt vom, ja, von den Ausgängen eingehen halt. Aber das seht ihr gleich. Oh, ich hoffe, ich filme nicht schon wieder hier irgendwo nach oben. Leiser, Abarth. Ja. Ein bisschen was ist passiert. Hast mir gut Arbeit gemacht mit dem Innenraumkabel. Da habe ich, also, wie ist das? Das war so ein bisschen meine. Ja. Die Pinnwand hier. Ja, das war schon ganz schön Action gewesen. Ja, ich bin auch wirklich immer wieder fassungslos, wie du den Überblick behältst, weil ich komme hier rein, das erste, was fast neuer R6, hängt da auch noch auf der Bühne. Ja. Ja, hab mal schnell Ventilfedern gemacht. Ja. So, und das ja. Bei so einem Motor ist ja wirklich, das ist ja ein Wirrwarr. Da muss man ja erstmal durchblicken, wo man was abschraubt, wo man es wieder ranschraubt. Ja, das ist schon, also da gibt es ja manche, die machen das im eingebauten Zustand. Ernsthaft? Also, die Leute, da ziehe ich wirklich einen Hut von. Das ist wirklich brutal krass. Wirklich gar keinen Bock. Das ist, da bricht sehr wirklich die Finger. Wie bist du vorgegangen bisher? Wo fangen wir an? Was zeigen wir den Leuten am besten so ein bisschen? Wo habe ich angefangen? Ich habe, so wie der Kabel vor mir lag, wo wir zusammen geguckt haben, habe ich mir nochmal hingelegt, bin die Kabel, beziehungsweise versucht dann so deine Gedanken durchzugehen, was du da weggenommen hast, was wofür war. Manche Sachen kann man sich ja denken, Gott sei Dank ist das jetzt keine so eine S-Klasse oder so, ja. Wo 50 Steuergeräte drin sind. War überschaubar, musste mir aber natürlich über den Schaltplan dann nochmal ein paar Infos holen, welche Pins wo waren. Nicht, dass ich dann irgendwas anschließe und dann geht's nicht, weil habe ich halt noch ein bisschen runtergestrippt und dann angefangen zu verkabeln. Und halt diese blöde Stelle, was wir ja drin hatten, da halt wieder zu verbinden. Genau, das war halt das Problem, dass genau hier war die Stelle, wo die Kabel so vergossen waren. Genau. Also der Übergang von Innenraum zum Motorraum. Genau. Das heißt, die Stelle ist jetzt komplett raus. Warte, ich laufe mal einmal rum hier. Die Stelle ist quasi raus. So, hier sehe ich auf jeden Fall schon mal, das ist neu. Genau. Der ist ja vorher vorne neben der Batterie. Genau, das ist theoretisch der originale Sicherungskasten, genau. Mit Relais. Der saß ganz vorne. Das heißt, der ganze Kabelbaum war durchgeschleift nach vorne und da war die Trennstelle zwischen. Und deswegen hast du den jetzt hier hingesetzt, weil dann die Kabel lang genug sind. Das hat genau gepasst. Also Möglichkeit war jetzt da oder hier, aber dadurch, dass der andere Sicherungskasten, der da drunter, der ist hier noch, der sitzt ja hier drunter, dann hätte ich wieder von hier drüben wieder Kabel nach da ziehen müssen. Mhm. Das fand ich jetzt doof, deswegen habe ich sie beide auf einer Stelle gemacht, Platz war ja gegeben. Mhm. Das heißt, man kann in Summe sagen, dieser Strang war dann noch lang genug, dass du ihn einfach einkürzen konntest. Zu genau, der Seite. Ich habe halt, ich sag jetzt mal, vielleicht noch so ein Stück, hier so 20, 30 Zentimeter noch rausgenommen. Mhm. Also, ja. Ja, man denkt immer so, mal eben so einfach rausgenommen, ne? Ja, das war schon wirklich Action, ja. Also die ganzen Jungs, die immer mal vorbeigekommen sind, die haben mich alle angeguckt und meinten... Das ist bescheuert. Ja. Ja, nee, ich ziehe auch immer wieder meinen Hut, weil so viele Baustellen gleichzeitig. Ja, du kannst es ja auch nur nachts machen oder abends, wenn alle weg sind, Telefon nicht mehr klingelt und du wirklich deine Ruhe hast. Aber sonst arbeitmäßig bist du jetzt warm geworden. Ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt dann doch relativ viel Serie nahe gelassen. Das Ding hängt original da, genau. Das Ding war eigentlich vorne. Genau. Das heißt, es ist jetzt übertrieben gesagt nur eingekürzt, genau. Auf das, was wir brauchen und da. Das heißt aber, von hier nach vorne musst du alles neu jetzt. Aber so viel ist das ja nicht.
Mhm. Das waren jetzt quasi nur die, die Scheinwerfer. Mhm. Das haben Blinker. Und der Lüfter. Mhm. Scheibenwischer wahrscheinlich. Scheibenwischer, genau. Viel mehr war es ja nicht. Und dann kamen jetzt nochmal, ich sag jetzt mal, 4 Kabel für das Motorsteuerhead. Mhm. Krass. Und halt okay. Nochmal ein paar Kabel zur Ansteuerung von Lüfterrelais und so weiter. Ja. Benzinpumpe. Ja. Und sonst viel mehr ist das ja nicht. Da ist ja nicht viel dran an dem Auto. Mhm. Mhm. Ja, aber klar, es sieht natürlich für den Laien hier nach. Ja, es sieht immer noch Chaos aus. Aber das Kabelterror halt, schlechthin aus. Also, wie gesagt, bis hier ist jetzt quasi alles fertig. Bis nach vorne. Und das hier ist quasi, was hinterm Armaturenbrett noch ist: mhm. Lenkstockschalter. Mhm. Und Lüftung, halt die Kabel nach Lüftung hinten. Und so, ja. Genau. Das heißt, am Ende ist das aber mein Hauptsicherungskasten eigentlich weiterhin. Ja, genau. Müsste eigentlich auch ganz gut passen, weil das Armaturenbrett, das Ding guckt schon unten genau. raus. Also, man genau. wird da schon. Man wird da schon passend rankommen. Genau. Ja, ich habe auch schon alle Sicherungen jetzt quasi rausgezogen, was wir nicht mehr brauchen und Relais. Mhm. Viel mehr ist da jetzt halt nicht mehr drin in dem Teil. Aber sympathisch, Halter gleich in Alu gebaut. Ja. Können wir wenigstens kein Gewicht mehr sparen. Ne? Richtig. Und wo das halt fertig war, habe ich dann eine Motorkabelbaum gemacht. Mhm. Der ist ja zum Glück schön kompakt. Das hat man im Video gesagt, ja, letztes Mal. Ja, ja. Das ist wirklich klein und kurz, ist das Teil. Das heißt, hier oben sieht man jetzt die Kabel, die rauskommen. Genau. Die sind alle neu, logischerweise. Das ist alles neu. Was machen wir da in Sachen Abdichtung? Gute Frage, ne? Ja. Ich würde wahrscheinlich hier ein Alublech bauen und dann da wieder eine Tülle rein, eine große. Mhm. Die aufschneiden und dann geht schon irgendwie. Oder man packt was im 3D-Drucker rein, irgendwie was mit dem flexiblen Material. Und ich abdichten. Da kann ich ja halt den Jungs mal eine Datei rüberschicken. Das ist halt auch flexibel, ist, dass man den halt auch mal wieder rausnehmen kann, die Kabelbaum. Ja, ja, klar, nee, verstehe schon. Also hier gab es, glaube ich, zum Dranschrauben ist hier irgendwo noch eine Abdeckung. Muss ich mal suchen. Da kommt so ein Plastik vor. Mhm, genau. Ich meine, ich werde mit dem Auto jetzt ja eh nicht durch den Monsunregen fahren, ne? Ja, das wäre ja trotzdem ein schönes. Aber sollte schon einigermaßen zu sein. Dass hier mal ein Pleu fliegt oder irgendwas und dann hast du dann zu Öl auf dem Schoß. Ach, hier fliegt kein Pleu, ne? Das ist das neue Hauptkabel von Batterie. Zum Sicherungskasten. Zum Sicherungskasten, ja. Das ist Motorkabelbaum, das ist noch Lichtkabelbaum und hier haben wir halt die Trennstelle für die Versorgung vom Motor. Ja, ja. Quasi krass, wie viele Kabel das allein sind. Zündspulen, ja, na, und Ansteuerung noch. Ja, ja. Das ist ja von innen drin, von den, da ist ja noch Cambus noch zweimal drauf. Dann haben wir das Gaspedal, PPS-Sensor. Cambus, das, Klemme 30, Klemme 15 und nochmal Hauptversorgung für Zündspulen und Einspritzdüsen. Ja, und sonst ist es tatsächlich so, dass der Kabelbaum sich wirklich ganz gut so, ich sag jetzt mal, versteckt hier drin. Ne? Ich habe den jetzt so gebaut, wie original ist. Ja, ja. Also er ist eigentlich hinten komplett an der Ansaugbrücke drin und ein Teil. Den kannst du theoretisch mal rein und rausnehmen, wie du willst. Ja. Und das ist so einfach wie möglich, dass wenn mal was ist, kannst du den wirklich halt hier trennen. Hier einen Stecker abziehen und einfach Motor fallen lassen. Aber geil gemacht hier so mit dem originalen Kanal. Mhm. Immer noch schön clean der Motorraum. Ja. Sieht jetzt noch ein bisschen wirrer aus, aber die anderen Kabel sind ja dann auch alle weg. Was denkst du grob, wie viele Stunden schon reingegangen sind hier? Damit man den Leuten mal so ein bisschen beibringt, was halt Kabelbaum bauen bedeutet. Also Motorkabelbaum waren jetzt knapp 10 Stunden. Mhm. Mit halt Kabelplan mal nochmal gucken und wie wir es von innen machen. Und der Innenraum, das waren bestimmt nur 30 Stunden. Boah. Mit Problemen mit Schaltplan bei Fiat suchen, boah, Katastrophe. Also, das heißt, 10 Stunden plus 30 Stunden sind 40 Stunden und das für jemand, der seinen ganzen Tag Leben lang schon Kabel macht und eigentlich die Kabelfarben schon auswendig kennt. Ja. Da seht ihr halt einfach mal, wie aufwendig immer Thema Kabelbaum ist. Ne? Wie ist das jetzt mit Max ECU. Man hat ja immer so ein bisschen das Problem, dass man irgendwann nicht genug Sachen angeschlossen bekommt. Ja. Wir haben jetzt aber an der Max ECU noch so viel frei, dass wir alle Sensoren und alles an der Max ECU anschließen können, oder mussten wir ein paar Sachen schon ans ADU anschließen? Nee, das ist alles jetzt über die Max. Alles an der Max. Genau, okay. Da ist immer noch Platz. Also nicht viel, aber ein bisschen ist noch frei. Mhm. Und bisher Max ECU-mäßig zufrieden? Ja, die funktionieren. Ich habe ja eh schon ein paar gemacht gehabt vorher. Die Kabelbäume, diese vorfertigen, sind echt cool. Mhm. Und die Jungs, die dahinter sind, die machen sich auf alle Fälle den Schädel. Hier war es jetzt ja so, du hast aber trotzdem mal wieder nicht den vorgefertigten Kabelbaum genommen.
Genau. Sondern hast doch den gesamten Kabelbaum hier neu eingepinnt, ne? Genau. Also halb-halb. Ich habe die Kabel, die sie vorgefertigt haben, für unsere Zusatzsensoren quasi neu gelegt. Und habe dann aber dadurch, dass der Motorkabelbaum eh bis hier oben geht und lang genug sind, habe ich es dann halt nochmal neu gepinnt. Können wir gleich mal eigentlich noch eine Funktionsprüfung machen? Was man da so machen kann, weil es gibt so manche Steuergeräte, die so hochklassig sind, normale dreifache Kosten. Mhm. Da kannst du nicht einfach mal sagen, ich will jetzt mal kurz gucken, ob die Einspritzdüse geht. Mhm. Aber wirklich, ach so, kannst du alles einzeln antakten, wie du das möchtest. Okay, das heißt, aber du bist schon so weit, dass man theoretisch Schlüssel umdrehen kann und so ein paar Sachen schon antakten kann? Zündung müsste schon gehen, ja. Okay. Cool. Ja, dann sagtest du, es wäre noch irgendeine Baustelle mit meinen schönen, gerade noch gelobten Motorsportspulen hier. Ja, die sind ganz cool, aber Problem ist bei den Jungs hier, die sind nicht plus gesteuert, sondern Masse plus gesteuert. Ach, wie waren das gewesen? Das ist ja schon wieder 3 Tage her. Seitdem schon wieder 8 andere Zündspulen verkabelt? Ja, und ein Golf da schon wieder drin gewesen im Kopf. Problem ist, es gibt Zündspulen, die 5 Volt runtergeschaltet werden oder 12 Volt anliegen und sobald die 12 Volt weg sind, dann funken. Mhm. Oder es gibt halt welche, die dann quasi Minus bekommen und beim Runterschalten einen Funken abgeben. Ist bei denen so ein bisschen, wir müssen eigentlich einen anderen Ausgang nehmen. Mhm. Deswegen haben wir jetzt aber nicht mehr die Möglichkeit bei dem Steuergerät, weil wir keine Ausgänge mehr dann haben. Machen wir andere Spuren einfach rein. Das heißt, man könnte sie nicht an den eigentlichen dafür vorgesehenen Zündausgang hängen. Das geht nicht, ne. Da kommt zwar was raus, aber die funkt halt nicht. Weil krass. Plus und Plus hebt sich dann quasi wieder auf. Hätte ich gar nicht gedacht, dass selbst bei Zündspulen wieder so viele Unterschiede gibt. Ja. Gibt es halt so ein paar Hersteller, hier zum Beispiel BMW-Zündspulen, 335 und so weiter, die neueren, in 90 etc. Die haben auch nur 3 Stecker dran, 3 Pins dran. Genau das gleiche Problem. Da kommt dann auch ein Strauß. Mhm. Das heißt, was machen wir jetzt? Eigentlich war jetzt der Plan, die einzubauen. Mhm. Das sieht dann natürlich ein bisschen blöd aus, ne? Das Problem ist, hier hält halt nichts, ne? So. Dann müssen wir wieder einen Halter bohren und so weiter. Da wir aber so ein bisschen halten. Aber das heißt, die stecken gar nicht da drin? Nix, ja. Also man müsste hier wahrscheinlich wieder den Gummi nachbearbeiten. Mhm. Aber ich habe ja noch Plan B gehabt. Weil das hat mir jetzt nicht so gefallen gehabt. Mhm. Und da wir ja gerade so einen RS6 auf der Hebebühne hatten, ist mir aufgefallen, die sehen ja eh nicht aus. Mhm. Haben wir den anderen Stecker. Aufnahme ist gleich. Mhm. Mit Loch da. Mhm. Und unten. Das ist das. Und aber bei dem bist du sicher, dass die anders angesteuert werden, ne? Na, die TFSI-Spulen, also das sind ja TFSI-Spulen hier. Ja. Ja. Okay, das ist halt immer Chris' Vorteil, der kennt einfach jedes Auto, jedes Modell. Ja. Sehen sogar ein bisschen fetter aus. Ne? Ja, die haben wir halt durch den Dampf. Okay. So, und jetzt ist das geil, ne? Die Stecker, wir brauchen jetzt den anderen Stecker. Das Problem ist ja, das ist ja hier und... So, das ist jetzt ein Abart. Und das ist jetzt quasi vom RS6. Mhm. Passt natürlich zu kurz eigentlich. Ja. Genau. Jetzt ist aber das Geile. Mhm. Wir können ja jetzt einfach so eine nehmen. Und da ranstecken. Und dann passt das. Und fertig. Und dann können wir sogar wieder einen Schraub reinstecken. Ja, krass. Und dann hast du noch eine Spule, die richtig Dampf hat. Ja, die sieht schon ultra fett aus, Alter. Die ist ja gefühlt fetter als die 4 Zylinder hier. Die ist schon... Ja, man sieht sie wahrscheinlich jetzt wieder nicht, aber wenn du die vorher hast, ist schon... Mhm. Okay, ordentlich. Also RS6 Spulen in den Fiat. Ja. Geil. Ja. Okay. 617. Also ich fasse zusammen. Diese Spulen, das sind eigentlich diese Motorsportspulen, die sehen aber genauso aus wie die originalen Arbeitsspulen. Die können wir leider nicht nehmen. Können allerdings diese hier nehmen. Vom R6 mit den Steckern vom Arbeit. Genau. Geil. Ich würde sagen, lass uns mal Laptop anreißen und mal gucken. Genau. Und ganz nebenbei wird hier übrigens zufällig noch so ein Porsche-Motor gebaut. Ne? Ja. Ich muss ja auch mal ein bisschen Spaß haben.
auf der Werkbank, wo eigentlich Elektro gemacht wird. Krass. Ja, das ist hier meine Tüftelecke, ich habe immer eine Ruhe. Ja, das sieht auf jeden Fall schon professionell aus hier. Das sieht gut aus, ne? Aber dazu später mehr. Ja. Was ist dein aktuell Favoritensteuergerät? Was findest du am geilsten? Am geilsten kommt immer drauf an, welches Auto. Okay, also ist jetzt nicht so, dass du sagst, auf jeden Fall das und das und das. Nee, die Imo funktioniert echt gut. Eine Maxi ist überhaupt genauso. Funktionieren beide gut. Wie fängt man eigentlich an? Hier also vom Desktop her, finde ich, sieht Max ECU auf jeden Fall deutlich einfacher aus, zum Beispiel als EMU, finde ich. Das geht. So übersichtlicher, also mehr so, dass es nur Auswahlmöglichkeiten und nicht direkt irgendwelche Kennfelder so gibt. Alles fängt am Start an. Mal was wir für einige haben, ne? Da gibt es ja die verschiedenen Varianten. Und je nachdem, welche Varianten wir dann haben, eröffnen sich dann bei den Inputs und Outputs neue Möglichkeiten. Ah, okay. Das heißt, man klickt erstmal an, welches es ist und dann dementsprechend passend kommt eigentlich die PIN-Belegung. Genau. Also PIN-Belegung nicht, aber quasi die Ausgänge. Ja, weil ja. Wir haben ja, hier ist ja der Plan von der Max, was halt eigentlich ganz cool ist, weil da sind auf alle Fälle, wenn man jetzt nicht so viel mit zu tun hat, aber so ein bisschen elektrisches Verständnis hat im Kfz-Bereich, dann kann man damit schon ziemlich was anfangen, ohne dass man gleich wieder Support anschreibt oder sich im Forum reinhacken muss und da irgendwelche Infos rauszubekommen. Das ist schon ganz cool gemacht. Und wie gesagt, hier fängt es dann halt an, je nachdem, welche wir haben. Jetzt haben wir bei dir eine Race, dementsprechend fange ich meistens damit dann an und mache mir erstmal meine Outputs. Und dementsprechend haben wir hier unsere Outputs, sind halt schon echt eine Menge, ne? Da kannst du dann halt hier Benzinpumpen überlegen und sagst, da hast du den auf Output 1, schaltet immer nur Masse. Und dann kannst du dir hier auswählen, was du da drauf haben möchtest. Da geht halt wirklich echt eine Menge, ne? Ja klar, die Auswahlmöglichkeit ist natürlich schon... Das ist halt echt wirklich Wahnsinn. Auch viel vorkonfiguriert. Was ich immer sehr geil finde, ist, wenn ich jetzt quasi hier rauf gehe und sage, ich will einen neuen Ausgang haben. Da kannst du ja, siehst du ja hier auch bis 16 Stück. Wenn ich sage jetzt, ich will den hier haben, sagen wir mal hier unten. Wenn ich jetzt hier rauf klicke, dann kommt da direkt ein neues Feld. Also umso mehr ich hier drin habe, umso mehr baut sich dann hier auf. Wenn ich dann da reingehe, kann ich dann halt alles konfigurieren. So. Genau. Und wenn du den anklickst, kannst du dann quasi deine... Das quasi nur auswählen, was du sehen möchtest. Ob es jetzt die Daten sind, die reinkommen oder rausgehen oder halt beides. Und dementsprechend hast du dann, baut sich dann, wenn ein Signal da ist, beziehungsweise Adressen da sind, andere Steuergeräte da sind, baut sich eine Liste auf. Und dann fängt das an, wieder auch zu arbeiten und sich die Zahlen zu ändern. Du weißt jetzt natürlich dann in dem Moment nicht, was da von Lenkwinkel ist, aber du könntest dann zum Beispiel einfach Lenkwinkel dran drehen und stellst dann fest, das könnte Lenkwinkel sein. Genau, du hast ja dann hier gewisse quasi Adressen und auf den Adressen passiert dann was. Da ändern sich dann die Werte. Und bei dem Steuergerät, der sieht halt, also der guckt sich die ganze Zeit die Adressen an und wenn sich dann auf einmal eine ändert, wird es farblich markiert. Dementsprechend, wenn du jetzt drin sitzt und jetzt nicht weißt, welche Adresse das ist, dann fängst du da an, dran zu lenken und dann siehst du, irgendwo wird was rot. Dann weißt du, da ist er schon mal. Und dann kannst du die Adresse schon mal nehmen und dir quasi einen Eingang, einen Ausgang etc. damit programmieren oder eine Tabelle. Wahnsinn. Das ist wirklich cool. Ja, also da bist du schon echt tief drin in dem Gebiet. Ja, ja, ist halt so Nerdkram. Und was meintest du jetzt mit Funktionen checken von den einzelnen Sachen? Genau, das können wir hier auch noch machen. Da haben wir halt extra hier bei dem Punkt Diagnostik. Dementsprechend ist auch cool, wir haben natürlich auch einen integrierten Fehlerspeicher. Echt? Ach krass, okay. Dementsprechend, also alles was am Steuer hier dran ist, kannst du dem auch sagen, ob das mit einem Fehlerhändler hinterlegt werden soll oder überwacht werden soll, sagen wir so. Ja, das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel einfach sagen, Öldruck soll einen Fehler schmeißen, wenn das und das. Genau, da ist dann halt, der weiß dann, Öldrucksensor 0 bis 5 Volt, hat das Ding jetzt die ganze Zeit 5 Volt, sagt er, Sensor nicht dran, kaputt. Zeigt er die ganze Zeit 0 Volt an,
muss man den halt quasi, wie soll man sagen, den Fehlerhändler dann noch dahin einstellen. Ja, ja. Aber man kann also solche Sachen tatsächlich... Das kannst du alles machen, ja. Krass, okay. Das ist dann quasi wie eine Originalsteuerung. Mhm. Ist ja selbst, ziehst den Stecker ab, geht eine Lampe. Ja. Das ist echt cool. Aber bei dem Thema jetzt hier zum Beispiel, um jetzt die Einspritzdüsen oder Zündspulen zu testen, können wir dann quasi das auswählen, jeden einzelnen, einen Teststart machen, dann läuft er die Dinger durch. Oder wir machen einen Single Output. Dementsprechend jedes Mal, wenn ich jetzt da drauf drücke, wird es angetaktet. Bei VW hat sich das, hieß das damals, glaube ich, Stellgliedsdiagnose, ja, ne? Ja, genau, genau. Sowas in der Post aus. Ja, okay. Wahnsinn. Max ECU, eine Thematik, wo ich mich auf jeden Fall noch intensiv mit beschäftigen werde, weil sieht auf jeden Fall geil aus. Ja. Finde ich auch cool, dass es so nach und nach im Kommen ist, weil hatten viele gar nicht so auf dem Schirm. Ja, ich habe schon länger auf dem Schirm gehabt, aber ich bin dann irgendwie so ein, bleibst lieber dann da, wo du jetzt quasi, um den Kunden so einfach wie möglich zu machen. Weil bei uns war es in Hannover Benny schon immer Max ECU gemacht und der meinte auch schon mal, boah geil, diese Kabelbäume und so weiter. Ja, die vorgefertigten Kabelbäume sind geil. Ja. Vor allem auf jedem Kabel steht auch was drauf. Die sind alle beschriftet. Ja, ja. Das ist wirklich geil. Ja, qualitativ sind die auch sehr, sehr gute Kabel. Mega geil. Ich bin ultra happy, dass du dir das hier angenommen hast. Ja. Ich denke, jetzt geht allmählich in die Endphase, dass wir auf jeden Fall mit dem Auto jetzt bald eine Runde ballern können. Ja. Was denkst du so grob noch? Ein, zwei Wochen so in dem Bild? Ich denke, ja. Geil. War mal wieder ein ganz kurzer Zwischenstand. Gibt immer wieder was zu zeigen hier. Einfach euch ein bisschen abholen, zeigen, was hier so geht, dass es an allen Fronten weitergeht. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall soweit schon mal. Und danke fürs Zuschauen. Und im nächsten Video springt er dann vielleicht hoffentlich mal an. Ich hoffe ja. Und dann gehen die Probleme erst richtig los, denke ich mal. Ne? Ciao und bis zum nächsten Mal.